Jo, was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, Leute, in diesem Video möchte ich euch mal wieder einen überkrassen GT5 Online Solo Glitch zeigen, wie ihr euer Auto in den God Mode bringen könnt. Ihr seht das Ganze gerade, also ein Solo Car God Mode Glitch. Wenn euch diese ganzen Videos gefallen, würde ich mich sehr über ein Like und ein Abo freuen. Also, let's go! Willst du auch sofort mehrere von 1000 Leveln sowie mehrere von 100 Millionen GTA-Dollar jetzt sofort auf deinem Account haben, dann musst du jetzt einfach nur mal den ersten Link in der Videobeschreibung abchecken oder auch im angepinnten Kommentar, denn dann kommst du zu der Seite JG Gaming. Diese Seite bietet dir nämlich günstige Unlock-All-Accounts an, die super schnell bei dir sind und dann auch noch sehr günstig sind. Also wenn du noch auf der Suche bist, hol dir jetzt gerne einen Account über den Link mit mehreren von 100 Millionen GTA-Dollar drauf und vielen gemoddeten Autos. Wenn du so einen Account-Boost gerne mal ausprobieren möchtest, dann tu das gerne über den ersten Link in der Videobeschreibung und nutzt dazu auch noch gerne meinen Rabattcode, den blende ich dir einfach einmal hier ein. Dieser Rabattcode heißt Monkey10, also check den ersten Link in der Videobeschreibung ab und viel Spaß beim Video. Alles, was wir jetzt für diesen Car God Mode Glitch jetzt einfach einmal machen müssen, ist uns einfach einmal in unsere Autowerkstatt reinbegeben. Dann fordern wir einfach einmal über unser Telefon einen Job von Martin an. Ich in meinem Fall habe das Ganze jetzt einfach einmal schon gemacht. Dann gehen wir einfach einmal oben zu diesem Board und melden uns als einfach einmal als CEO an. Dann gehen wir einfach einmal auf unser Handy, öffnen den Martin Job und drücken jetzt X und die Pause gleichzeitig. Wenn wir jetzt einfach einmal hier auf Online gehen, dann einfach einmal probieren auf Jobs zu klicken, müssen wir so ungefähr 2 Sekunden warten, bis wir dann auch auf die Jobs gehen können. Jetzt starten wir einfach einmal einen Job für einen Titan unter den Rockstar erstellten Jobs. Haben wir denn das Timing perfekt gerade eben beim Glitch geschafft? Sollten wir jetzt auch schon in einem Job für einen Titan sehen, dass dieser ganze Job nicht von Lester ist? Das ist auch ganz wichtig. Ihr seht das Ganze gerade, denn der Job wird jetzt ein bisschen verbuggt sein. Nämlich dieser ganze Job ist jetzt einfach einmal von Martin. Und sobald wir das geschafft haben, verlassen wir jetzt einfach einmal den Job und spammen dabei die Pfeiltaste rechts. Dann kommen wir ganz kurz in dieses Menü. Von der Tafel werden automatisch in den nächsten Job reingeladen. Das ist jetzt nämlich der Job von Lester. Diesen verlassen wir jetzt auch einfach einmal erneut. Und jetzt spammen wir wieder die Pfeiltaste rechts. Und sobald wir dann wieder in diesem Board hier drinnen gelandet sind, sollten wir auch schon sehen, wir können weglaufen. Das heißt, wir können jetzt einfach einmal in unserer Autowerkstatt rumlaufen, steigen jetzt einfach einmal dann in dieses Auto ein, was wir am Ende im God-Mode haben wollen. Jetzt ist es ganz wichtig, dass wir unten rechts die Meldung sehen, dass wir die Mission starten können, dann einfach einmal in das Auto, wie gesagt, einsteigen, dann einfach einmal X drücken, diese Mission zu starten. Und wenn wir denn diese Mission gestartet haben, sollten wir mit unserem Auto draußen auf der Straße spawnen. Und ich habe das Ganze jetzt einfach einmal getestet hier. Wie gesagt, bin in der Open Lobby und habe diesen Solo Car God Mode Glitch jetzt auch schon geschafft. Das heißt, ich steige jetzt einfach einmal aus meinem Fahrzeug aus und ich habe das jetzt als erstes einfach einmal mit der Alien-Waffe hier überprüft, dass mein Auto wirklich schon mal zuerst in dem God Mode drin ist. Ihr seht das Ganze gerade, ich kann mein Auto wirklich nicht von der Stelle schießen. Und jetzt probiere ich das Ganze auch nochmal mit der Raygun. Ihr seht das Ganze gerade, euer Auto ist erfolgreich im God Mode gelandet. Das heißt, ab jetzt ist euer Auto wirklich unzerstörbar. Und wenn euch dieser Solo-Glitch gefallen hat, könnt ihr mir natürlich sehr gerne ein Like und ein Abo da lassen. Checkt gerne die Videobeschreibung ab für alle weiteren Links. Und jetzt würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Haut da rein und ciao.